9.2, die Gesetze des Denkens. Also das wohl bemerkenswerteste an der Theorie des Aristoteles, das ist, dass er logisches Schließen durch ein formales Kalkül beschrieb. Es fehlen noch die Formeln, aber es war eigentlich schon Mathematik. Aber erst Jahrtausende später, ein halbes Jahrhundert nach Kant, begann die Mathematisierung der Logik im Ernst. Den entscheidenden Schritt machte der Engländer George Boole, der Sohn eines Schusters und ein bewundernswert erfolgreicher Autodidakt. Mit 11 Jahren hatte Boole bereits ein 6-bändiges Werk über Geometrie durchgearbeitet, was übrigens sein Vater stolz auf dem Umschlag vermerkte. Mit 14 Jahren hatte Boole griechische Oden übersetzt. Mit 16 wurde er Schulmeister, mit 30 gewann er die Royal Medal der Royal Society und nicht lange darauf wurde er Professor für Mathematik an der Universität von Cork in Irland. Dort verkühlte er sich im Regen und starb recht früh. Boole hatte bemerkt, dass die logischen Operatoren, wie zum Beispiel und oder, sich so ähnlich verhalten wie mal und plus. Ein Beispiel, die logische Regel A und B oder C ist dasselbe wie A und B oder A und C. Das entspricht der Rechenregel A mal B plus C ist gleich A mal B plus A mal C, also der Distributivität. Es gelten somit manche von den üblichen Rechengesetzen. Manche gelten, alle gelten nicht. Aber zum Ausgleich dafür gelten ein paar andere Rechengesetze, wie zum Beispiel A mal A ist gleich A. Denn A und A, die Aussage A und A, ist ja gleich der Aussage A. Und jetzt gilt in der üblichen Arithmetik x mal x gleich x, genau dann, wenn x gleich 1 ist oder x gleich 0. Daher interpretierte Boole die Zahl 0 als falsch, die Zahl 1 als wahr und seinen Kalkül als eine Algebra im Bereich der Zahlen 0 und 1. Das war bereits eine erste explizite Formalisierung der Logik. Vielleicht noch wichtiger als die Verwendung von algebraischen Methoden, die zu dem führten, was man heute Boolesche Verbände nennt, das war die mengentheoretische Interpretation, obwohl es die Mengenlehre eigentlich noch gar nicht gegeben hat und Boole von Klassen sprach. Also der Klasse entspricht die Eigenschaft, dem und entspricht der Durchschnitt, dem oder entspricht die Vereinigung, dem nicht entspricht das Komplement. Das erlaubte es Boole, mit seinem Klassenkalkül zum Beispiel auch die Syllogismen des Aristoteles ganz einfach zu interpretieren. Mit den mathematischen Methoden, die Boole in seinem Buch Die Gesetze des Denkens entwickelte, hat er die Logik aus der Sackgasse, aus der tausendjährigen Sackgasse herausgeführt. Mit dem Stillstand war es jetzt vorbei. Der Brite De Morgan, der Amerikaner Peirce, der Deutsche Schröder, der Italiener Peano und viele andere trieben die Mathematisierung der Logik rasch weiter. Und parallel dazu wurde die klassische Mathematik zunehmend logisiert. Ihre Schlüsse wurden immer strenger, ihre Beweise immer sorgfältiger. Das war vor allem in der Analysis dringend notwendig gewesen. Es ergaben sich ja in der Infinitesimalrechnung bei genaueren Hinsehen etliche Überraschungen. Der Grenzwert stetiger Funktionen kann unstetig sein. Manche stetigen Funktionen sind nirgends differenzierbar und andere Skandale mehr. Federführend für die neue Exaktheit wurden Cauchy und Weierstrass. Später sollte sich herausstellen, dass in Prag ein sonderbarer Priester, Philosoph und Mathematiker namens Bernhard Bolzano viele
der Eigenschaften bereits antizipiert hatte. Er tat das aber ohne, dass irgendjemand groß darauf achtete. Mit Ausnahme der Kirche, die manche seiner Werke auf den Index setzte. Bolzano war es übrigens, der den Begriff der Menge in die Mathematik einführte, als einer Vielheit, bei der die Anordnung der Teile gleichgültig ist. Der deutsche Dedekind, dem führten seine Untersuchungen zum Zahlbegriff auf ganz ähnliche Ideen. Und Cantor definierte schließlich Mengen als, berühmtes Zitat, Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. In der Praxis zeichnen heute die meisten Mathematiker, wenn sie von einer Menge sprechen, ein Knödel auf die Tafel und denken vielleicht an einen Sack. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und keiner wusste das besser als Cantor selbst, der einmal mit großartiger Geste gesagt haben soll, bei einer Menge denke ich an einen Abgrund. Und tatsächlich sollte sich bald Abgründiges tun. Denn während die Logik mathematisiert wurde und die Mathematik logisiert, fasste schließlich ein Unbekannter namens Gottlob Frege den kühnen Plan, die gesamte Mathematik auf Logik zurückzuführen. Dazu reichte der bereits formalisierte Teil der Logik nicht aus. Beispielsweise umfasste er noch nicht logische Schlüsse, wie etwa, wenn es jemanden gibt, der, sagen wir heute Morgen, alle begrüßt hat, dann ist jeder begrüßt worden. Dabei ist dieser Satz zweifellos aus rein logischen Gründen richtig und völlig unabhängig von einer inhaltlichen Definition von begrüßt. Das hätte ja ebenso gut geküsst oder verprügelt heißen können. Ja, um Aussagen von diesem Typ zu analysieren, musste Frege den logischen Kalkül in mehrfacher Hinsicht erweitern. Insbesondere sollte es sich da nicht mehr nur um Eigenschaften wie x ist sterblich oder x ist Primzahl gehen, also um Subjekt-Prädikat-Aussagen oder einstellige Prädikate, wie man heute sagt. Es braucht auch zwei oder mehrstellige Relationen, wie zum Beispiel x ist kleiner als y oder x ist Bruder von y und so weiter. Und auch hier bewährte sich der Begriff der Menge. So waren zweistellige Relationen und insbesondere Funktionen nichts weiter als bestimmte Teilmengen und Mengen von Paaren. Mit seinem erweiterten Logikkalkül kam also Frege gut voran, obwohl seine Notation denkbar wenig kundenfreundlich war. Frege verfasste noch keine 30 Jahre alt seine Begriffsschrift. Dann skizzierte er umgangssprachlich und mit großer Klarheit sein Programm in den Grundlagen der Arithmetik. Dazu gehörte insbesondere seine Idee, Zahlen als Mengen von gleichmächtigen Mengen zu definieren. Nach dieser fast visionären Ankündigung machte er sich, inzwischen war Frege Professor in Jena geworden, an die Ausführung seiner Ideen. Und der zweite Band seines Hauptwerks, den Grundgesetzen der Arithmetik, der zweite Band erschien 1903. Fast 10 Jahre nach dem ersten Band. Frege hatte es sich nicht leicht gemacht. Das Ziel musste ihm nunmehr greifbar nahe erscheinen. Aber wie das Nachwort dieses zweiten Bandes dokumentiert, geschah eine Tragödie. Wie Frege dort schrieb, einem wissenschaftlichen Schriftsteller kann kaum etwas Unerwünschteres begegnen, als dass ihm nach Vollendung einer Arbeit eine der Grundlagen seines Baues erschüttert wird. Genau das war geschehen. Ein junger Engländer, Bertrand Russell, hatte ihn auf einen Widerspruch aufmerksam gemacht, der sich in Freges Werk eingeschlichen hatte. Frege war wie vom Donner gerührt, als dann bald darauf auch noch seine Frau verstarb,
für viele in tiefe, lang anhaltende Depression. Seine Vorlesungen wurden kaum mehr besucht. Seine Kollegen wussten nichts mit ihm anzufangen. Seine Notation wurde von niemandem mehr verstanden, geschweige denn verwendet. Dass Carnap und Wittgenstein und Russell sein Werk ganz außerordentlich hochschätzten und dass er heute zu den wichtigsten Wegbereitern der Computerlogik zählt, das konnte Frege nicht mehr erreichen. Er starb verbittert und einsam.